Heute, was geht ab, Leute? Hier, das Käfer-Event läuft. Gestern Abend gestartet. Wir waren live mit echt vielen Leuten. Wir haben lange darauf gewartet, was das neue Shiny wird. Es hat auch lange gedauert. Irgendwie so über 20 Minuten. Was schon überdurchschnittlich lang ist. Normalerweise so in den ersten 5 bis 10 Minuten wird das neue Shiny entdeckt. Oder die neuen Shinies. In dem Fall ist nur eins. Und zwar Sichlor Shiny ist jetzt am Start. Abgesehen davon bringt das neue Event neue Käfer-Quests, neue Käfer-Raids und zum ersten Mal, sehr interessant, ein Bonus mit Rauch. Rauch hält eine Stunde, Rauch spawnt mit dem Pokémon. Ich bin gespannt. An sich macht es gar nicht so einen großen Unterschied, also für mich jetzt, weil Livestream dauert ungefähr eine Stunde. Jetzt zünde ich halt einen Rauch anstatt zwei. Wobei, es kommen halt mehr Sachen. Schaut vorbei am Donnerstag im Livestream, da zünde ich auf jeden Fall einen Rauch. Und ansonsten, gebt euer Feedback bezüglich Rauch. Rauch ist ja eigentlich das echt das schwächste Item. Und da hatten eigentlich schon viele Leute mal Ideen oder Vorschläge, wie Niantic das verbessern kann, dass Rauch mal interessanter wird. Also eure Meinung zu Rauch unten in den Kommentaren. Ansonsten schauen wir uns jetzt mal die neuen Quests an. Es gibt 5 neue Quests. Fange 10 Käfer-Pokémon, dann kommt ein Sichlor raus. Wie gesagt, Sichlor mit der Chance auf Shiny. Kann man sich gönnen. Fange 2 Wampel und du kriegst einen Raupi. Raupi gibt es auch Shiny, kann man sich auch gönnen. Ich selber habe jetzt sogar schon irgendwie 3 Raupi Shiny bekommen jetzt. Ich habe genug erstmal. Fange 5 Ledibar oder Weberak und dann kommt ein Yanma raus. Gestern Abend noch gemunkelt, dass Yanma Shiny da ist, aber nee, das hat nicht gestimmt. Und entwickle 3 Käfer-Pokémon, den Kalas zurück. Ist interessant, kann ich auf jeden Fall noch gebrauchen. Die Bonbons und natürlich noch einen guten. Und fange 15 Käfer für 1500 Staub. Das ist auch möglicherweise sehr interessant. Also Muga schwärmt von der Quest. Er findet die sehr interessant, wird die jagen. Also so ein kleiner Tipp, Hinweis für euch. Könnte möglicherweise interessant sein. Abgesehen davon spawnen natürlich vermehrt Käfer-Pokémon. Shiny Tanzer und Shiny Pinsir würde es auch noch geben. Dann die Raids. Einser, Raupi, dieser eine Käfer. Ihr wisst, wen ich meine, ich blende hier eh ein. Shinux und der Skorpion. Dann Zweier. Was interessant ist, Tanzer im Zweier. Ich meine, den hätten sie auch in den Einser packen können, anstatt diesen einen Käfer. Aber egal, Kokowai, dann Tanzer, Maske gerade, Maske Regen, irgendwie sowas. Flunkiefer und die Biene. Oder Honigwabe. Also ich sage immer Honigwabe. Aber alle sagen eigentlich die Biene. Schreibt mir in die Kommentare, ob das für euch eine Biene oder eine Honigwabe ist. Weil das ist doch klar eine Honigwabe. Aber jeder sagt Biene. Naja, ist eigentlich auch so ein Einser-Kandidat, aber naja, egal. Falls ich den sehe, könnte ich den vielleicht machen, weil Bonbons bräuchte ich noch. Dreier. Alola Raichu, Machomai, Sichlor, Pinsir und Potrot ist wieder da. Ihr wisst, nicht solo machbar. Vierer. Alola Knogger, Despotar, Ninjask. Der ist interessant. Kann man sich die Quest sparen oder falls man die Quest nicht so oft findet, die Ninkada-Quest. Ich bräuchte noch einen Ninjask. Ich weiß jetzt nicht welches Geschlecht, aber ich habe erst einen entwickelt, mein Lucky. Dementsprechend bräuchte ich noch das andere Geschlecht. Ja, und Bonbons, das ist eine Weiterentwicklung, bringt mehr Bonbons, gelbe Berge drauf. Würde ich vielleicht ein paar machen und Absol ist am Start. Und ab heute Gigatina Urform. Werde ich mir natürlich auch gönnen. Video seht ihr aber dann erst morgen. Heute eine kleine Tour. Und Donnerstag. Beziehungsweise gestern kam eine neue Einladung dann für nächsten Freitag. Deoxys Verteidigungsform. Gönnt euch das Video. Könnte sein, dass ich einen 100er gefangen habe. Das waren so alle Infos zum neuen Event. Ich werde auf jeden Fall unterwegs sein. Ein paar Gigatina Raids machen. Ein paar Quests machen. Ein paar von den neuen Raids machen. Hier und da ein paar Sichlor anklicken. Vielleicht habe ich ja Glück. Euch auf jeden Fall viel Glück und viel Erfolg beim Käfer-Event. Dann habe ich noch mal wieder eine Box am Start. Die werden wir gleich öffnen. Und normalerweise push ich ja ein Pokémon, wenn ich eine Box aufmache. Diesmal aber nicht. Ich hätte Pokémon am Start. Das wäre normal Gigatina. Ich habe noch einen guten bekommen. Nicht durchs Raiden, sondern durchs Tauschen. Es ist ein 96er geworden. Minimum, was ich haben wollte. Nicht Lucky. Also ein Nicht-Lucky, der gut geworden ist. Hatte ich auch noch nie. Könnte ich jetzt pushen, aber dachte ich mir, ja, heben wir uns das auf. Dann pushen wir beide Gigatina gleichzeitig. Den Staub brauche ich jetzt eher für was anderes. Und jetzt dann fürs Käfer-Event am Ende, das läuft ja nicht so lange, pushe ich wahrscheinlich einen Sichlor Max. Habe ich noch nicht gemacht. Aber jetzt erstmal die Box. So, die Box kommt diesmal ohne eine Box. Also der Karton ist direkt die Box, weil es ist eine Kings Box. Erstmal alle Infos unten in der Beschreibung. Grüße gehen raus und danke an Kings Loot. Diesen Monat haben sie mir eine große Box gegönnt. Vielen Dank. Auf jeden Fall haben wir hier erstmal ein Shirt am Start. Wie immer, ihr könnt das Motiv zuerst abchecken. Es ist Dr. Morpheus, alles klar. Dr. Mario kenne ich nur, Mann. Was haben wir hier? Call of Duty Black Ops. Acrylic Light. Oh, das könnte klasse sein, Mann.
Das könnte krass sein. Bin mir nicht ganz sicher, was es genau ist. Light up battery graphic. Oido. Sieht auch Kabel und so drin aus. Boah, krass. Tatsächlich, das ist heftig, Mann. Kann man so draufstellen und dann leuchtet es. Krasse Sache. Oh ja, hier. Bam, heftig. Dann haben wir noch eine Super Nintendo Tasse. Alter, Super Nintendo war meine erste Konsole. Ich hatte zwei Spiele drauf. Das war Super Mario World und Street Fighter. Und ich weiß noch, ich war der Einzige, der damals gecheckt hat, wie man bei Street Fighter einen Hadoken machen kann. Damit habe ich alle geownt. Und Food Container? Digga, was ist ein Food Container? Batman, Lego Batman, Food Container. Jetzt muss ich mal nachschauen, was ein Food Container ist. Das kann man hier irgendwo öffnen wahrscheinlich. Ah ja, keine Ahnung. Cookie Jar, Keksdose oder sowas. Jo, Grüße und Danke gehen raus. Wie gesagt, alle Infos unten in der Beschreibung. Ansonsten, letztes Thema, das Video von gestern. Kleine Ergänzung. Ihr kennt es doch, wenn ihr mit irgendjemandem streitet oder so, oder euch disst. Und dann viel, viel später fallen euch krasse Konter ein. Und mir sind jetzt noch ein paar gute Beispiele eingefallen. Zum Beispiel, also erstmal, es ist sehr kontrovers gewesen. Real Talks sind immer kontrovers, aber also das Video ist kontroverser angekommen, als ich eigentlich erwartet hätte. Weil meiner Meinung nach war mein Statement, meine Meinung, gar nicht so kontrovers. Also. Aber jetzt zum Beispiel, was mir noch eingefallen ist, EP. Damals, krass, jeder, viele Leute nach EP gegeiert, das EP-Rennen. Ich habe damals bei einem Event Tauboga zu Taubos entwickelt. Und da kam ein paar Kommentare von, wie kannst du das machen, Mann? Voll die Verschwendung. Und heutzutage entwickelt kaum noch einer für EP. Hauptsächlich nur noch, um Platz zu schaffen für den Beutel oder im Beutel. Und die wenigsten machen das mit Eier. Also die Eier hebt man sich eigentlich auch für Freundschaften, weil die halt so viel mehr EP bringen. Weil Niantic das Spiel einfach geändert hat. Es hat sich ein wenig gewandelt. Der Fokus von EP ist erstmal bei den meisten Spielern einfach erstmal weggegangen. Und dann ist der Fokus zum Beispiel erstmal von Entwicklungen auf Raids und Freundschaften gegangen. Hauptsächlich Freundschaften. Und da sagt ja auch keiner, hey, was seid ihr für Heuchler oder unglaubwürdig. Früher habt ihr so EP gegeiert und jetzt habt ihr um jedes Taubs die Bonbon gegeiert. Und heutzutage entwickelt ihr einfach ohne Ei. Das nimmt ja auch keiner einem übel. Man weiß, okay, das Interesse hat sich geändert. Die Meinung, die Spielmechanik, einfach die Ansichtsweise und der Geschmack von EP ein bisschen runtergekommen. Auf andere Sachen, der Fokus, hat sich einfach ein wenig gewandelt. Genau dasselbe mit den krassen Spawns. Das hat sich halt auch gewandelt. Niantic hat neue Sachen eingeführt. C-Days, Events, Quests, Raids, Luckys und demnächst garantierte Luckys mit Lucky-Freunden. Ich weiß nicht, das ist doch ganz normal dann, dass auch da das Interesse und die Meinung bezüglich Hundertern oder krassen Pokémon und Maps sich ein wenig ändert. Vielleicht habe ich schlecht erklärt. Ich habe als Beispiel Cognizant genommen. Das war für manche vielleicht ein bisschen zu hoch. Wenn wir es ein bisschen runterschrauben und als Beispiel dann nehmen die Starter-Pokémon von Gen 1. Früher ist man rausgelaufen und jedem Glumanda hinterhergelaufen. Würdet ihr das heutzutage noch machen? Wahrscheinlich nicht. Und da sagt ja auch keiner, hey, was ist aus euch geworden, ihr Unglaubwürdigen, ihr Heuchler. Damals noch für jedes Glumanda rausgelaufen und jetzt? Und was jetzt heutzutage? Jetzt seid ihr zu krass und zu arrogant, um einem Glumanda hinterherzulaufen oder was? Nee, so ist es doch gar nicht. Die Spielweise, die Mechanik, alles hat sich halt ein bisschen geändert und wir haben halt jetzt genug Glumandas. Wir müssen halt nicht mehr jedem Glumanda hinterherlaufen. Ist ja nicht so schlimm. Und genau dasselbe wird für Cognodon irgendwann der Fall sein. Ja, jetzt ist er krass, jetzt ist er überselten. Aber in ein, zwei Jahren haben wir genug Bonbons, dass wir den für EP entwickeln werden. Selbes gilt für Lavita und Dratini. Ich weiß nicht, was jetzt daran so schlimm ist, dass sich das so geändert hat. Und ich halt nicht mehr jedem Dratini oder Lavita hinterherlaufen würde. Ich hab ja nicht gesagt, dass ich Maps jetzt verurteile und nie wieder eine Map verwenden würde. Ich habe nur gesagt, der Aufwand für eine Map ist es nicht mehr wirklich wert. Und der ganze Aufwand, krasses Pokémon zu holen, ist es nicht mehr wert. Ich meine, wenn da die Straße runter ein 100er Cognodon spawnt, klar hole ich den. Aber würde ich dafür mitten in der Nacht auf die andere Seite von München fahren und in den Botanischen Garten dafür einbrechen? Wahrscheinlich nicht mehr. Das ist doch verständlich. Ich weiß nicht, was an dieser Meinung jetzt so verwerflich ist. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Ein Kollege ruft an, der sagt, hey Hong, komm, lass uns mitten in der Nacht in den Botanischen Garten einbrechen. Für ein Pokémon. Und ein anderer Kollege ruft an und sagt, hey Hong, lass uns nicht in den Botanischen Garten anbrechen, sondern einfach chillen, paar Pokémon hin und her tauschen. Könnte sein, dass sie lucky werden und die IV sind ja, 96, 98, möglicherweise 100. Wie klingt das? Welches Angebot nehmt ihr an? Das hier, oder? Also meiner Meinung nach. Klar, wenn dieses Angebot jetzt sagt, hey, 100er Cognodon, die Straße runter.
Digga, natürlich nehme ich das Angebot an. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist der Aufwand zu groß geworden. Und ich bin halt nicht mehr bereit, denselben Aufwand oder dieselben verrückten Sachen zu machen wie damals. Klar würde ich gerne alles in 100 haben. 100 ist immer noch geil. Aber es ist doch nicht so verwerflich oder so schlimm zu sagen, man ist nicht mehr bereit, jeden verrückten Mist zu machen für ein 100er. Vor allem jetzt, wo Niantic so viele neue Sachen eingeführt hat. Loturze Quest Day, okay? Ihr habt mir eure Ausbeute in die Kommentare geschrieben. Da haben so viele geschrieben, hey, so und so viele Shiny gefangen. 100er, 100er Shiny, 98er, 96er. Echt krasse Ausbeuten. Und jetzt werde ich von euch gesteinigt, wenn ich sage, ja, um ehrlich zu sein, eine Map lohnt sich gar nicht mehr so sehr. Jetzt zum Beispiel für ein 100er Loturze. Weil Niantic halt das Spiel so geändert hat und so viele neue Sachen eingeführt hat, dass es halt nicht mehr so notwendig ist. Ihr seht ja die Ausbeute beim Loturze Quest hier zum Beispiel. Wieso soll ich mir jetzt so viel Mühe, so viel Arbeit reinstecken in eine Map und ein 100er Loturze, wenn zum Beispiel beim Quest Day eine ganz gute Ausbeute rauskommt? Weil eben Niantic so viele neue Sachen einführt, die die Map irrelevanter macht. Ich bin immer noch der Vertreter von Maps. Ich habe nie gesagt, Maps sind schlecht. Hört auf, die zu verwenden und nieder mit den Maps oder so. Also ich habe nicht die Seiten gewechselt. Das erinnert mich an ein Video, was ich letztens gesehen habe. Da hat Dena mit zwei Politikern diskutiert über Artikel 13. Erstmal Respekt an ihn. Das ist echt krass. Also wenn Niantic mal eine Diskussion über Maps führen will, dann bin ich zwar ein guter Kandidat, weil ich Maps gut vertreten würde. Aber ich bin halt überhaupt nicht eloquent. Also ich wäre an sich voll der schlechte Kandidat. Aber ich liebe immer noch Maps und ihr könntet mich immer noch da als Vertreter hinschicken. Ich würde Niantic schon sagen, was so geil an Maps ist. Nur mein Punkt war halt, für mich persönlich, ich bin nicht mehr bereit, alles Verrückte zu machen für einen 100er, weil Niantic eben so viele andere Möglichkeiten bietet, da auf einen 96er, 98er, Lucky 98er zu kommen, was halt auch gut ist, womit ich halt auch zufrieden bin. Zum Beispiel mein erstes wildes Dragon. Wir sind im Winter auf Glatteis dahin gedüst, gerast, mehrere Gesetze gebrochen. Wir sind sogar kurz in Schlittern gekommen, was echt nicht lustig ist eigentlich. Für was? Für einen Dragon. Und wenn du mir jetzt sagst, jetzt im Nachhinein, für einen Dragon, ich kann jetzt die Straße runtergehen, also jetzt nicht mehr, weil Käfer-Event angefangen hat, aber gestern hätte ich das machen können und einfach einen Dragon-Raid machen können. Und aus dem Dragon-Raid sind die RVs besser. Das war Müll-RV mit 700 WP oder so. Und damals gab es nicht mal mehr Bonbons für Entwicklung, das waren einfach 4 Dratini-Bonbons. Und wenn ich jetzt sage, hey, das würde ich nicht mehr so machen, weil ich weiß, Niantic haut die Sachen ein bisschen öfter raus mit den ganzen neuen Features, würde sich nicht mehr lohnen, dann ist das doch eigentlich ziemlich verständlich. Vor allem, ich habe ja nichts gegen Maps gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich persönlich Maps nicht mehr so notwendig finde. Ich finde sie immer noch geil. Ich würde sie immer noch nutzen. Aber sie sind auf jeden Fall nicht mehr so notwendig wie früher. Anderes Beispiel. Ein Beispiel habe ich noch. Ein Kollege ruft an. Hey Junge, ich habe Arbeit für dich gefunden. 100 Stunden. Wir kriegen 125 Euro. 125 Euro sind übrigens in dem Beispiel 125 Bonbons. Von Lavita oder Trafini oder sowas. Anderer Kollege ruft an. Und hat auch ein Angebot. Hey Jong, 3 Stunden Arbeit, 1000 Euro. Wie klingt das, Mann? Diese 3 Stunden sind übrigens das C-Day. Beim C-Day, Lavita, Dratini, du musst einfach in 3 Stunden 1000 Euro. Früher gescannt, 100 Stunden, so viel Zeit verbracht. Klar, die Zeit war lustig, keine Frage. Und 125 Bonbons rausbekommen, sagen wir mal. Für eine Entwicklung. Ich glaube, jeder würde Angebot Nummer 2 annehmen. Das ist natürlich aber nur, wenn wir beide Angebote kennen. Damals kannte man ja nur dieses Angebot. Man wusste nicht, dass es noch irgendwann eine andere Option gibt. Aber jetzt, wo wir wissen, was Niantic macht, würde man immer Angebot Nummer 2 nehmen, oder? Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, mit diesen Beispielen konnte ich das, meinen Punkt von gestern, ein bisschen genauer erläutern. Niantic macht eine gute Arbeit, Maps irrelevanter zu machen, beziehungsweise macht eine gute Arbeit, allen Leuten, auch die ohne Maps, also hauptsächlich den normalen, den ehrlichen Spielern, gute Gelegenheiten zu bieten, gute Pokémon zu bekommen. Das wollen wir doch eigentlich. Sie führen viele Events ein, wo man gute Pokémon bekommen kann und deren Bonbons, wie zum Beispiel C-Day oder irgendwelche Themen-Events, wie zum Beispiel jetzt Käfer. Sie führen Quest-Days, Raids, Raid-Days ein und eben auch sowas wie Tauschen, Luckys, Lucky-Freunde. Also alles gute Möglichkeiten, um gute RVs, gute Bonbons, gute Pokémon zu bekommen. Auf ehrliche Weise, ohne Maps. Das ist ja eigentlich gut. Und wenn ich jetzt sage, das ist gut, werde ich irgendwie von euch gekreuzigt dafür. Keine Ahnung, auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Kleiner Nachtrag. Nehmt mir das nicht übel. Ich feige Maps immer noch, aber finde sie halt nicht mehr so notwendig. Euch viel Spaß beim Käfer-Event. Viel Glück, viel Erfolg. Ich pack's jetzt raus. Ein paar Gigatina-Raids machen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.